Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Hausbilder. Wir sind hier immer noch mit dem Dachboden beschäftigt und wir müssen hier wieder Räume zaubern. Da fliegen Vögel durch, alles klar. Ja, die Steine habe ich da schon für besorgt. Als kleine Info, ihr werdet wahrscheinlich meine PlayStation nach wie vor noch im Hintergrund hören wie Sau. Das hier ist die Sonntagfolge. Ich hoffe, ich bete drum, dass es ab der nächsten Folge nicht mehr der Fall sein wird, weil ich jetzt dieses Wochenende, wo, also quasi sollte das eigentlich schon erledigt sein, jetzt, wenn ihr die Folge seht. Ich habe mir einen Schraubendreher besorgt, dass ich die PlayStation aufbauen oder aufschrauben kann. Ich habe endlich einen bekommen und ja, das hatte ich jetzt vor, eigentlich an diesem Wochenende zu machen. Drückt mir die Daumen, dass das soweit geklappt hat, weil sonst haben wir nachher gar keine Bücher mehr. Ich werde das ganz vorsichtig machen und schauen, dass ich das hinkriege, aber hey, mir geht dieses Rauschen auch so hart auf die Nerven mittlerweile. Also es ging mir schon die ganze Zeit auf die Nerven, aber ich habe eine Ewigkeit gebraucht, um so einen blöden Schaumdreher zu bekommen. Aber, ne? Hallo, ich bin runter. Keine Werbung, aber auch Hornbach, ne? Beste Baumarkt, ja. Da kriegt man so ein Ding. Selbst im Werkzeugfachhandel, ja, die ja wirklich nur auf Werkzeuge spezialisiert sind, hatte ich diesen Schraubendreher nicht bekommen. Aber Hornbach hat es im Fach gehabt. Ich muss nur noch hoffen, dass ich meine PlayStation nicht schrotte. Oder vielmehr in dem Fall dann schon geschrottet habe. Weil das wäre ärgerlich. Dezent. So, okay, so. Moment. Haben wir noch irgendwo einen vergessen? Ich sehe nichts. Ah doch, hier. Da fehlte noch was. Aber irgendwo muss jetzt noch was fehlen. Moment. Congratulations! Congratulations! Woo! Und wir brauchen nochmal 5 von diesen Dingern hier. 1, 2, 3, 4, 5 und auf geht's. So eine Gesamtliste, was man braucht, gibt's nicht, ne? Hallo, ich will hier runter. Ja, ich bin auf dem Weg. Good job. Also den ganzen Stein hier hinlegen. So, zack. Und zack, Helmets, jawohl. Ah, das wird echt ein Haus draußen, ne? Glaubt es kaum. Ich sage, in der letzten Folge habe ich ja schon erwähnt, ich hoffe, dass wir das diese Folge hier endlich abgeschlossen bekommen. Zack, zack, zack. Zack und zack. Impressive! So, und jetzt. Oh. Okay, 24 nochmal von den Steinen. Ich hätte sie mal besser in der Hand behalten, ne? Na. Hier runter zu kommen ist ja Kunst. Ich hätte so mal besser in der Hand behalten. So, her damit. 24 an der Zahl. Zack, Hammer. Weißt du was? Ich nehme einfach alle mit, weil wahrscheinlich werde ich wieder irgendwo welche brauchen. Noch zusätzlich. Besser ist. 35 haben wir noch. Gucken, wie viele wir noch nachbestellen müssen. Zack, einmal wieder hier rauf. So. Ja, war noch einer. Moment, wo noch? Ne, hier sind sie. Da fehlt noch einer. Zack. Und impressive. Da fehlt noch. Jawohl, impressive. So, wir müssen noch den Schornstein zu Ende bauen. Kaufe Schornsteinziegel und da liegen noch welche rum, habe ich gesehen. Die brauchen wohl. So, sind das noch 15? Weiß ich jetzt nicht. Ich hoffe es mal. Nein, mir fehlen 3. Ganze 3 Stück. 1, 2, 3. Vielen Dank. Wird der Asi wieder angeheizt. Na komm. Okay. Ich hoffe, das war's jetzt auch mit den dreien.
Und wieder rauf. Und dann hoffentlich können wir das Dach auch hier drauf setzen. So, warte mal, wo ist der Shop? Wo war denn der? Irgendwo hier. Hier. Zack, 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 zack. Na? Na? Great! Juhu! So, also es ist an der Zeit, den Dachstuhl in Angriff zu nehmen. Kaufe zunächst zwei Dachbalken im Geschäft und baue sie dann gemäß der Bauzeichnung ein. Aha. So, lass mich raten, wir haben keine Dachbalken. Okay. 47 an der Zahl. Wo haben wir denn hier? Das ist ein Deckenbalken? Ne, warte mal, wir brauchen Dachbalken. Wo haben wir die denn? Da. Sind das die? Ja, ich will's hoffen. Zack, zack. 47. Her damit. So, kommen wir hier angecruised. Kriegen wir die alle hier aufgehoben? Ich will's hoffen. Jawohl, sehr schön. So. Ah, warte mal, da gehe ich besser hoch für. Zack, zack. Und zack, so. Zack, oh. Naja, ganz schön tricky hier die Dinger einzubauen jetzt. So, hier unten noch. Na? Zack, zack. Sehr schön. Da einer hin. Na, da einer hin. Dann gehen wir mal hier rüber. Warte mal, hier muss auch noch einer hin. Zack. Die zu treffen ist manchmal so Fummelsarbeit. Ich weiß aber auch nicht, irgendwie der rechte Stick. Der geht ziemlich zügig. Eigentlich nicht schlecht, aber hey. So. So. Und so. Da noch einer rein. Ja, da gehen wir gleich hin. So, dann machen wir die hier noch. Na. So, haben wir hier alles. Sieht gut aus. Na, einmal hier durch. Und hier die fehlende noch. Halt. Einmal, zweimal, dreimal. So, wo fehlt denn jetzt noch was? Ich weiß es nicht. Ah, hier fehlt noch einer. Hä? Hä, wo muss denn der hin? Ach, hier außen. Ach, guck an. Da, da, komme ich denn da dran? Ist hier ein Fenster? Jawohl. Ist da noch einer hin? Und dann gehe ich mal davon aus, dass wir das hier drüben auch noch müssen. Genau. Da noch einer, da noch einer und da haben wir. Warte mal, okay, ich muss mal nach draußen. Hui. So, wo fehlt denn hier noch was? Wie viel haben wir denn noch? Einen. Irgendwo muss noch einer hin. Aber wo? Ah, hier. Na, komm her. Jawoll. Perfekt. Wuhu. Dachverkleidung verlegen. Freunde. Müsste doch die hier sein, oder nicht? Nehmen wir die mal. Brauchen wir mal wieder unser Gerüst. Warte mal, wo ist die offene Seite? Da. Drehen wir es mal so rum. So. Zack. Falsches Material. Ah, verdammt. Okay, die sind es nicht. Was sind das, was ich hier in der Hand habe? Ne, halt. Dachverkleidung.
91 Stück, das sind dann die hier. Okay. 20, 40, 60, 80, 91, jawohl. Ja, damit. Den anderen Driss, den halte ich mal in der Hand. Ich weiß noch nicht, wofür wir die brauchen. So. Wow, wow, wow. Ja, danke. So, haben wir alle? Wow, wow. Alter, der ist ziemlich zügig unterwegs, ne, der Kollege. Der will mich unbedingt über einen Haufen fahren. Ihr hattet mir auch geschrieben, die Teile hier von den Rohren, das hätte reichen müssen. Ich hätte gar nicht nachkaufen brauchen, ne? Naja, hat ja auch so funktioniert, so ist es nicht, ne? Und Geld haben wir eh genug, also von daher alles gut. So, dann wollen wir mal gucken. Ah, hier, guck an, so funktioniert. Müssen wir jetzt nochmal gucken. Ja, ich bin überladen, ich hab's verstanden. So, nein! Oh, verdammt. Ich hab gehofft, ich komme da rüber. Versuchen wir das nochmal. So, jetzt. Dann läuft der Hase schneller. Zack. Ah ja, okay. So, und jetzt einmal hier runter. Oh! Na moin. Da war ich schneller unten, als mir lieb war. So, warte mal, kommen wir da oben dran. Na? So. Hä, wie bin ich denn jetzt ganz nach unten gekommen? Alles klar, Treppe runtergelaufen. Ich dachte gerade, was ist denn jetzt los? Da müssen wahrscheinlich noch Dachfenster rein, ne? So, wir haben noch 9 Stück. Irgendwo müssen noch welche hin. Na? Wieder raus. Ah, da fehlen noch welche. Zack. Na komm. Jawohl. Impressive. Impressive. Wuhu. Das letzte Element des Daches sind Fürstziegel. Auf dem Dachfürst. Mhm. Ja, das sind wahrscheinlich dann die Dinger, die ich hier gerade schon mal eingesammelt habe. Ah, ne, warte mal. Moment. Ich glaube nicht. Falsches Material. Okay, das ist auch nicht. Wir brauchen 91 mal Fürstziegel. Haben wir sowas? Nein, haben wir natürlich nicht. Was ist denn das? Keramische Dachziegel? Ne, Moment. Dachlatte? Windbrett. Okay. Dachlatten? Nee. Das letzte Element des Daches sind Fürstziegel auf dem Dachfürst. Was sind denn Fürstziegel? Wie nennt man die denn auf Deutsch? Windbett, keramische Ziegel, das dürfen ja die sein. Ach, hier steht so, Dachfürstziegel. Ah, okay. Da, jetzt habe ich es gelesen. Alles klar. So, und das sind, wie viel? 91. Ah, verdammt. Also egal. Kaufe halt 100. Wir lesen keines kleinen Vorteil, ne? Bleib stehen. Bleib stehen. So, her damit. Okay. Die brauchen wir. So, die müssen jetzt wohin? Na, komm, geh da raus. Ach, da oben. Oh, Mann. Es ist so dumm, ne? Komm rauf da jetzt. Und rüber da. Sehr schön. So, jetzt hier aber.
Okay, ich verstehe es nicht. Das sind doch Fürstziegel. Was will er denn von mir? Wo müssen wir hin? Versteht das einer? Was sind Fürstziegel? Verdammt. Aber hier rein. Ich habe keine Ahnung. Das letzte Element des Daches sind Fürstziegel auf dem Dachfürst. Dachfürstziegel. Andere Ziegel gibt's hier nicht. Ich verstehe es nicht. Dachverkleidung haben wir drauf. Dachlatten brauchen wir keine. Windbrett? Deckenbalken, da, Schornstein. Okay. Also das Einzige, was wir noch nicht verbastelt haben, ist hier so ein Windbrett. Sowas kaufe ich jetzt. Einmal gekauft. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich das brauche, aber hey. So, zack. Gehen wir mal dahin. Ich zweifle, dass ich den Balken hier brauche. Was sind Fürstziegel? Wenn mir das mal einer erklären könnte, wäre das geil. Ich weiß nämlich nicht, was die von mir wollen hier. Aber das ist so ziemlich das Einzige, was wir, glaube ich, hier noch nicht verbastelt haben. Kann das sein? Falsches Material. Also ernsthaft, ich weiß nicht, was der Plan jetzt hier ist. Tun wir das Brett dahin, so, tun wir die. Die scheint es auch nicht zu sein. Okay. So, warte mal. Die sind's auch nicht. Was will der von mir? Eine Dachverkleidung haben wir drauf. Dachlatten haben wir. Windbrett geht auch nicht. Ich habe keine Ahnung, was der von mir will. Das sind so komische runde Teile hier. Die hier aber nirgendwo zu sehen sind. Ah, hier, warte mal. Dachabdichtung, das ist das Runde. Guck an. Das sieht gut aus. Warum sagen die da nicht direkt Dachabdichtung? Wäre ja sinnvoll, das Ganze Dachabdichtung zu nennen. Ich meine ja nur. So, schauen wir mal, ob das jetzt passt. Wie dumm. Achso, ne, warte mal, ich komme ja ganz schön drauf. Zack. So, und jetzt? Aha, guck an. Jetzt wird doch... Da wird ein Dach draus jetzt hier. Zack. Sieht das schon ein bisschen besser aus, oder? So. Zack, zack, zack. Das hier sieht aus wie ein Plan hier. Jawohl. So.
Jawohl. So, hier noch hin, da noch hin, da noch hin und da noch hin. Alles klar. Zack, zack, zack. Und the last one. You did it! You did it! Juhu! So, und jetzt, oh Gott, vorher musst du noch zwei Dinge erledigen. Zuerst musst du eine Konterlatte kaufen. Die habe ich in der Hose. Was? Und verlegen, die als Abstandshalter zwischen der Dachverkleidung und den Dachziegeln dienen. Aha. Konterlatten. Das dürften dann hier diese Dachlatten sein, ne? Ja, wie viel brauchen wir da? Warte mal, ich kann das nicht lesen. 28? Ich glaube 28. So, kaufen wir die mal. Jetzt habe ich da voll ohne Ende von diesen scheiß Ziegeln da rumfliegen, ne? Naja, ist egal. So, hier. Konterlatten. Na ja, gut, damit Luftzirkulation herrscht, ne? Klingt logisch. Damit darunter nichts schimmelt oder fault. Besser ist, ne? So, warte mal. Einmal wieder rüber. Zack. Also einmal. Na? Zweimal. Jawohl. Die Konterlatten. Die Juten. So lang waren die aber nicht, wie ich die gekauft habe. Zack, zack. Zum Glück muss man die nicht festnageln. Wie wäre es jetzt noch gewesen? Zack. Ja. Jawohl, sehr schön. Ja, wow. Und wir brauchen noch mehr von den Dingern. Wer hätte das kommen sehen? Nochmal 35. Ey, das ist echt dämlich, ne? Dass sie. Warum sagen. Wie viel hat man da jetzt? Was? 28? Warum sagen die nicht direkt von Anfang an, Digga, du brauchst 63 Stück? Kauf die. Wäre doch viel einfacher gewesen. Aber hey, da bin ich. Naja, es wird auf jeden Fall ein Dach. So weit, so gut. Ich meine, ich hätte es mir auch denken können, ne? Dass da noch mehr drauf kommen. Irgendwann werden wir es wahrscheinlich wissen. So, zack, zack, zack. Kann ich hier nicht, ne, kann ich nicht. Muss ich mal drücken, schade. So, haben wir, ne, hier fehlt noch. Jawohl. Zack, 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 zack. Juhu! Okay, vergiss die Windbretter nicht. Ah. Kommt mir irgendwie bekannt vor. Warte mal, wo ist das da hinten? Warte mal, dann brauchen wir noch drei Stück von. Richtig? Ja. 1, 2, 3. Her damit. Ja, ich bin schon da. Dankeschön. So, wollen wir mal gucken, kommen wir von hier aus da dran? Nee. Jawohl. Dann brauchen wir nicht hochrennen. Zack. Und hier vorne noch, ne? Genau. Einmal und... Yeah! Jo, jetzt können wir die Dachziegel auf die Dachlatten legen. Denk daran, dass die Ziegel von unten verlegt werden. Aha. Ja, danke für den Tipp. So, wo sind sie? Zack. Ah, gucken hier, ne? Ah, hier. Alles klar, da fängt's an. Oh, wow.
So. Ah, da werde ich wahrscheinlich wohl gleich hier noch eine Beförderung bekommen, damit ich hier die schneller verlegen kann. Hoffe ich zumindest. Aha. Hier da. Jawohl. Dankeschön. Ah, genau. So läuft der Hase. Jawohl. Jetzt rastet's hier durch. Impressive. Impressive. Und weiter geht's. Wuhu. Damn, hier haben wir Maschinengewehr. So. Und noch mehr davon. Yeah. What? Halt, fehlt noch was? Ah, okay. Gut, wir werden wahrscheinlich noch welche nachbestellen müssen, weil sieht nicht danach aus, als würde das reichen. Aber sieht danach aus, als würden wir das Haus fertig kriegen. Das machen wir jetzt. Oh Gott. Das ziehen wir jetzt auf jeden Fall noch durch. Zack. You did it! We did it! Juhu! Ma'am! So. Outstanding! Nice! So, jetzt müssen wir hier unten noch. So, wir haben jetzt zwei Paletten verlegt, ne? Outstanding! Okay, wir brauchen noch mehr. Dachziegel. Kaufe 500. Ne, so viel brauchen wir nicht. Alter, jetzt muss ich hier 100... Kann man die nicht irgendwie... Na, gedrückt halten geht auch nicht. Okay, schade. Das ist ein bisschen blöd, ne? Dass man hier jetzt nicht einstellen kann, okay, ich will jetzt 139 Stück kaufen, sondern man muss hier 139 mal klicken. 1 zur Sicherheit, falls einer kaputt geht, ne? Zack. So. Verstehen. Ja, damit. So. Ja, aber alles klar. Und wieder rauf auf die Hütte. Ja, wahrscheinlich müssen wir dann noch Fenster einbauen, ne? Ah, warte mal. Bevor wir jetzt hier wieder runterhüpfen müssen, ich nehme mal die Dinger hier noch mit. Davon will ich ja wahrscheinlich auch noch einiges brauchen. So. Weil die kommen ja wahrscheinlich ganz oben auf die Spitze. Sonst regnet es da rein, ne? Muss ja nicht sein. Und rüber da. Jawohl. So. Miau. Ach, du willst mich verarschen, oder? Ey, weißt du was? Drauf geschissen. Ich kaufe jetzt hier einfach so eine Palette. Fertig. 500 Stück, Arschlecken. Ja, das ist doch voll dumm. Ganz ehrlich, der erzählt dir von wegen, du brauchst 139 Stück. Weißt du, und am Ende brauchst du 1139 Stück, so. Was ist denn da los? Da wir eh Geld wie Heu haben, das ist eh völlig egal. Das macht gar keinen Sinn hier, ey. So, zack. Perfekt. Jetzt rattern wir hier den ganzen Laden hier durch. You did it. We did it. Congratulations. Juhu. Siehst du, wir haben sie alle gebraucht. So, und jetzt kommen diese Runddinger hier dran. Na, halt, stopp. Nice! Impressive! Jawohl! So, montiere die Fenster im Haus, kaufe die Fenster im Geschäft. Haben wir irgendwo noch Fenster rumfliegen? Nein, wir brauchen 10 Stück an der Zahl. Und zack, und kaufen. So,
Achso, warte mal, den Rest von denen hier, die kann ich hier reinschmeißen, ne? Oder wie war das? Ja, warte mal. Schmeiß ich denn jetzt hier rein? Achso, warte mal. Kann es sein, dass ich jetzt alle einzelne reinschmeißen muss? Ja, so, das fällt mir ein. Also so geht wird's gehen. Dann kriege ich wieder Geld zurück. Aber ich werde mit Sicherheit. Wir könnten mal Dinge. Das braucht kein Mensch. Ein Ding an Scheiße verkaufen. Was kostet das? Ach komm, ey, vergiss es. Gar keinen Bock. Das ist mir zu stressig. So, her damit. Also die Fenster da, die Fenster da schon. Die Dinger da zu verkaufen, das ist aber echt mega nervig, ne? So. Fenster rein. Zack. Zack. Jawohl. Hier auf der Seite ist keins. Achso, wir haben oben noch eins, ne? Da oben komme ich eh nicht dran. Warte mal, wir müssen noch mal eben schnell rauf. Was ist denn mit dem Dachfenster hier? Kommt da nichts rein? Na gut, wahrscheinlich nicht. Zack. Und. Congratulations! Congratulations! Woo. So, was fehlt jetzt? Jetzt ist es an der Zeit, das Haus zu isolieren. Kaufe Styropor. Ach du Scheiße. Wir sind noch bei weitem nicht fertig. Oi. Wir sind bei weitem noch nicht fertig, Freunde. Naja gut, dann wird die Folge jetzt zu lang. Das machen wir dann doch nicht. Naja, ist egal. Dann würde ich sagen, machen wir hier ein Folgenende. Ich besorge Styroporplatten. 203 an der Zahl. Alter Schwede, okay. Und ja, dann werden wir hier in der nächsten Folge das Haus dann halt beenden. Geht halt nicht anders, ne? Aber es wird. Es wird. Auf jeden Fall. So, nochmal das Teil können wir mal auf Seite stellen. Das steht nämlich hier im Weg. Zack. Und ja. Der Rest wird sich dann zeigen. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Ihr wisst, wie es funktioniert. Bewerten, kommentieren. Natürlich gerne kostenlos abonnieren. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Und dann kriegen wir das Haus endlich fertiggestellt. Bis dahin und ciao, ciao.